Okay. Können wir nochmal mit ihm Officer reden? Officer Murray, dein Freund und Helfer. Heilige Macaroni! Sie haben da aber einen beeindruckenden Globus, Murray. Das ist der Kleine. Ich war schon in einer Menge Ländern. Für jedes steht da eine kleine Murray-Figur. Okay. Für jedes steht da eine kleine Murray-Figur. Dann gehen wir mal hin und gucken uns... Damit ich zerquetscht werde? Vergiss es. Hier haben wir einen Bolzen. Der Bolzen sieht ziemlich stabil aus. Dann nehmen wir doch den Bolzen mit. Sitzt richtig fest. Haben wir irgendwas? Hier, nimm mal dein Teleskop-Ding. Bolzen. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Okay. Da kann ich nichts machen, da ist nur der Ausgang. Nicht so schnell, Junge. Ich sagte, du bleibst hier, bis ich mit dem Bericht fertig bin. Okay. Ich bin ziemlich ungeschickt und legasthenisch, wenn es um Papierkram geht. Kann also noch eine Weile dauern. Aber ich komme zu spät zur Arbeit. Du warst sowieso schon spät dran. Ein paar Minuten mehr machen es jetzt auch nicht fett. Also hinsetzen, Klappe halten. Ich muss mich konzentrieren. Ja, Mann, ist ja gut. Okay. Mann, so hänge ich hier bis Mitternacht fest. Ich muss einen Weg hier rausfinden oder ich verliere meinen Job. Okay, wir müssen ein imposanter Globus. Wie schwer der wohl ist. Schätze so etwa 6 Whoopi Goldbergs. Die braucht man zum Grillen. Kann ich davon einen mitnehmen? Ich kann davon keinen mitnehmen. Okay, die Bilder kann ich auch nicht mehr anklicken. Und jetzt ist die Frage, fettiges Papier. Wenn ich jetzt mit dem fettigen Papier den Bolzen... Dann mach ich doch alles dreckig. Ein Fette. Mano. Ich fand die Idee super. Vertrocknete Edding, Zeitung. Ich habe keine Ahnung. Das macht keinen Sinn. Ich weiß. Das weiß ich doch. Damit laufe ich bestimmt nicht rum. Nee. Ich kenne jemanden, der ganz scharf auf Würstchen ist. Das fängt ja wieder mal toll an. Wir haben einen Draht. Ein Stück Draht vom Entenbügel. Das ist super. Da habe ich gestern mein Sandwich drin eingewickelt. Ja. Und der Bolzen steckt ganz fest. Der Bolzen sieht ziemlich stabil aus. Sitzt richtig fest. Ein imposanter Globus. Ja, das hat was? Okay, vielleicht den Globus mit dem... Vergiss es. Ja, ernsthafte Angelegenheit. Das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Hey, dann mach ich doch alles dreckig. Ja, ist es doch hier sowieso. Guck dich doch mal um. Okay, der will gerade nicht mit uns reden. Können wir ihm Reste vom Thunfisch-Sandwich anbieten? Das behalte ich lieber. Wir müssen irgendwas mit dem Globus machen, das ist mir klar. Die Kohle will er nicht nehmen und mit dem Grill auch nicht. Wenn ich jetzt irgendwas mache, ich keine Ahnung, ich bin das überfordert. Das kann ich nicht rasieren. Ja. Was? Ein imposanter Globus. Wie schwer der wohl ist. Schätze so etwa 6 6 Heilige Macaroni! Sie haben... Das ist der Kleine. Ich war schon in einer Menge Ländern. Für jedes steht... Eine Murray-Figur. Ja. Irgendwas müssen wir da machen. Wir müssen den Bolzen entfernen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht wie. Vertrocknete Edding, aber das ergibt keinen Sinn. Geht nicht, Amigo. Der ist tot. Ja. Der Bolzen sieht ziemlich... Ja.
Mit der Rasierklinge, das ging auch nicht. Was haben wir denn hier? Bist du sicher, dass du Hilfesystem aktivieren willst? Weiß ich nicht. Bin ich nicht. Das macht keinen Sinn. Ich weiß, Mann. Ich probiere doch hier nur blöd rum. Es macht hier alles keinen Sinn. Doch. Irgendwie bestimmt. Okay, wir haben hier Kleber. Wir haben hier das Geld. Wir haben den Ring. Mit dem Ring will ich nichts Falsches machen. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Ja. Yeah. Die Zeitung? Aber was soll ich mit der Zeitung? Das ergibt doch auch keinen Sinn. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal... Ja. Wenn du das... Ach, Junge. Okay, die Frage ist, vielleicht irgendwas kombinieren mit irgendetwas? Kann ich das denn mit irgendetwas kombinieren? Hey, dann mach ich doch alles dreckig. Ach, sei doch still. Fettiges Papier, Draht. Wozu? Ist doch schon auf. Ja, da hast du recht. Das kann ich nicht rasieren. Wir wollen ja diesen Bolzen wegkriegen. Wir wollen diesen Bolzen wegkriegen. Die Frage ist jetzt, wie setzt man das am besten um, damit man... Deswegen, ich habe dieses Bedürfnis, dieses fettige Papier zu nehmen. Denn es ist fettig. Dann können wir den Bolzen einfetten. Aber dann macht er ja alles dreckig. Hey, dann mache ich doch alles dreckig. Ja. Warum hast du überhaupt das Papier? Da habe ich gestern mein Sandwich drin eingewickelt. Ja, Mann. Hey, dann mache ich doch alles... Ich habe zu viele... Ja. Yeah. Was ist mit dem Bolzen? Also, den Bolzen muss ich oben aufschrauben, damit sich das Ding... damit die Kugel der Globus sich aus der Verankerung löst. Das ist schon mal klar. Er lässt mich nicht raus, solange er den blöden Bericht geschrieben hat. Okay. Und hier hinten kann ich auch nichts weitermachen. Hier sind nur die Bilder. Die Bilder, die Bilder, die Bilder, die Bilder. Mhm. Das ist Murray, das ist Kohle. Und die Kohle will er ja nicht nehmen. Die nehme ich lieber nicht mit. Könnte gefährlich sein. Es ist Kohle. Junge, es ist Kohle. Mach das den Beutel kann auf. Ich nicht rasieren. Du sollst den Beutel aufritzen. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Okay. Sitzt richtig fest. Okay. Was? Ein imposanter Glob. Es sitzt richtig fest. Dann könnte ich doch eigentlich dran ziehen, aber ich kann hier auch nicht irgendeine Figur nehmen. Nein. Die interessieren mich nicht. Hey, Moment mal. Arrakis. Wow. Hey, Moment mal. Okay. Wow. Die interessieren. Okay, also die Bilder sind für uns tabu irgendwie oder beziehungsweise uninteressant. Der Bolzen. Der Bolzen sieht ziemlich stabil aus. Der Bolzen sieht ziemlich stabil aus. Ist dumm, aber warum sollte ich den festkleben? Das muss nicht geklebt werden. Das weiß ich. Ich... So schlau bin ich auch. Reste vom Thunfisch, die will ich da bestimmt nicht ranschmieren. Ich mach's jetzt. Das ist einfach nur dumm. Ich weiß. Ich weiß. Geht nicht, Amigo. Der ist total vertrocknet. Kann ich den damit... Geht nicht, Amigo. Das fettige Papier... Hey, dann mach ich doch... Mann. Total vertrocknet. Ich habe keine Feuchtigkeit. Okay. Was haben wir denn noch? Also mit dem kann ich... Das kann ich nicht rasieren.
Du sollst nicht rasieren, du sollst schneiden, Junge. Dann stecke ich an die... Das ist einfach nur dumm. Das weißt du doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, was ich vorhab. Das macht keinen Sinn. Moment mal. Ach so. Ich dachte gerade... Es wird mir auch nicht... Das macht keinen Sinn. Es wird mir auch nicht angezeigt, das macht keinen Sinn. Ob ich damit was machen kann. Was soll ich mit dem Geldbeutel? Das muss nicht geklappt. Das weiß ich. Ich weiß. Okay. Ja. Ganz sicher, dass du also das Hilfssystem aktivieren. Okay, ich mache mehr von dir. Ich hätte mehr von dir erwartet, aber was soll's. Schätze nicht, jeder ist der Oldschool-Herausforderung gewachsen. Scheiße, ja. Deine Entscheidung. Aber eins sag ich dir, jeder wird sich jetzt für ein wird dich jetzt für ein feiges Huhn halten. Kannst du damit leben? Oh yeah. Eine Kiste voll Schrott. Verlass das Apartment. Okay. Okay, das haben wir ja alle schon. Ich will jetzt einmal nur entkommen aus Mirrors. Okay. Sein Boss schäumt ziemlich schon. Okay, du musst Mirrors. Okay. Wenn du Murray mit dem Verhör fertig bist, nimm eine kleine Figur vom Globus. Ja, wie? Das ist doch auch alles, was ich wollte. Ich hab. Wie. Was? Wie soll ich da bitte eine Figur vom Globus nehmen? Da. Hey, Minnie Murray, du gehörst jetzt mir. Super. Gelockerter Bolzen. Nee, hört sich nicht. Wenn ich vielleicht ein bisschen... Ja, Junge. Wegen dieser einen Figur, wie fett der war Globus die denn? Der Globus wackelt ja wirklich wie ein Rattenschwanz. Das riskiere ich lieber nicht. Okay, wir sollen... Pass auf. Das wird nicht klappen. Nein. Ich brauche das fettige Papier, das glaube ich schon. Hey, da mache ich doch alles... Ja, Mann. Bei irgendwas mit, gebe ich ganz ehrlich zu, eben noch einen Blickwinkel mit Öl oder Schmiermittel gelesen zu haben. Mal sehen, was passiert. Ah, ich habe nicht richtig geölter Bolzen. Und los geht's. Okay. Verschwinde, ihr Junge! Okay. Hab ich denn jetzt ein... Ich hab sein Büro total zerlegt. Ich glaub, der ist nicht gut... Hallo nochmal. Könnte ich jetzt endlich mein Scheiß-Ticket haben? Naja, weiß nicht so recht, du kleiner Klugscheißer. Ich war nicht so begeistert von deinem Klebestreich. Hören Sie, Lady, ich muss zur Arbeit und ich glaube kaum, dass der Officer in dieser Sache eingreifen muss, oder? Na schön, hier ist dein blödes Ticket. Jetzt hau ab! Yes! Randall wins. Sehr schön. Aber gut, ist jetzt doof mit dem Tipp. Mit der Figur, ich hab halt genau auf die nicht geguckt. Das ist gerade ärgerlich. Aber die Idee war schon, ich hatte sie. Ach so. Ach so. Oh. Okay. You're here. Und da müssen wir hin. Es kann sein, dass manche Gegenstände nutzlos sind. Dasselbe gilt für einige Charaktere. Okay. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Ja, ist okay. So. Ich nehme das blöde Schild nicht mit, okay? Entschuldige Amazon bitte. Express. Ah, ich glaube, hier arbeite ich. Dann gehen wir mal rein. Good morning, Vietnam!
Na, sieh einer an! Mein Star-Angestellter, meine rechte Hand, mein Glücksbringer, der gerne mal untertaucht. Ich frage mich manchmal, wann wird er uns wohl wieder mit seiner Anwesenheit beehren? Wow, danke, Mr. Emerson. Ich hielt mich schon immer für Ihre Geheimwaffe, Ihre persönliche Ninja oder sowas. War das Sarkasmus? Weil das wäre irgendwie unhöflich. Oh, bitte nicht das schon wieder. Sie sind sauer, weil ich dauernd zu spät dran bin. Das verstehe ich, aber das liegt an meinen Orientierungsschwierigkeiten. Eigentlich dachte ich, dass ich hier wäre. Das hier wäre der Vogelladen meines nordvietnamesischen Kumpels. War das Sarkasmus? Weil das wäre irgendwie unhöflich. Schluss mit dem Scheiß-Hex! Sogar meine heißgeliebte Ex-Frau würde hier einen besseren Job machen als du. Wir wissen beide, dass dein Arsch um Punkt 9 hier zu sein hat. Und jetzt ist es Mittag. Das Päckchen hier hätte schon vor Stunden zur jährlichen Koala-Convention geliefert werden sollen. Und bis jetzt war ich wirklich mehr als geduldig, was dich angeht. Hören Sie, wenn Sie noch ein klein wenig mehr von dieser Geduld opfern würden, würde ich Sie angenehm überraschen. Oh, übrigens, bitte schreien Sie mich nicht so an. Mein Vermieter hat mich bereits angebrüllt und ich habe einen Mordskater. Ah, das erinnert mich an was. Ich brauche einen Vorschuss. Was? Sehen Sie? Überraschung. Wo soll ich anfangen? Weißt du noch, als ich dir Freitagabend gesagt habe, du sollst den Laden dicht machen und dir den Schlüssel gegeben habe? Natürlich, bin ein guter Angestellter und jetzt sind Sie damit dran, mich zu überraschen. Natürlich, ich bin ein guter Angestellter. Wenn du das wärst, wärst du um 9 hier gewesen, um den Laden aufzumachen. Gottverdammt, Hicks, das ist der einzige Schlüssel. Es ist mein Schlüssel. Und ich habe ihn dir anvertraut, obwohl du ständig Bürosachen geklaut hast. Das liegt daran, dass ich an Kleptomanie leide. Und ganz ehrlich, das hat nichts mit der gegenwärtigen Situation zu tun. Es ist eine Krankheit und es ist sehr unhöflich, dass Sie das ansprechen. Ach, halt die Klappe! Mein Gott, halt einfach die Klappe! Und her mit dem Schlüssel! Ich fange gerade erst an. Also, ich glaube, da sind keine Schlüssel in meinem Inventar. Oh, warte mal. Jetzt kapiere ich. Das ist also der Teil, wo ich den Schlüssel finden muss, um weiterzukommen und... Du hast den verdammten Schlüssel verloren? Ich hab dir gesagt, du sollst ihn mit deinem Leben verteidigen. Und das hab ich. Ich schwör's bei den üppigen Kurven von Super Zuckerschnecke. Wie kannst du es nur wagen, ihren Namen auszusprechen, du mieses, schamloses Schwein? Oh, das war nun wirklich zu viel, Mr. Emerson. Ich könnte ein Diktiergerät bei mir haben und Sie jetzt verklagen, das wissen Sie, ja? Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, so eins habe ich auch nicht im Inventar. Du hast es gewagt, meinen wertvollsten Besitz zu entweihen. Oh, kommen Sie schon. All das wegen eines blöden Schlüssels? War der aus Platin oder was? Im Ernst, war der aus Platin? Wenn das der Fall ist, müssen wir ihn finden. Vergiss den verdammten Schlüssel, Hex. Ich rede über etwas, das ich in meinem Safe aufbewahre. Sie meinen die Karte von Skep Island? Meinen Sie den Drohbrief an Ihre Ex? Oh, Sie reden von Ihrem Toupet. Meinen Sie den Drohbrief an Ihre Ex? Ich rede von der ersten Ausgabe des offiziellen Wonder Comics Katalog. Veröffentlicht 1972 mit Super Zuckerschnecke. Und sie trägt all ihre klassischen Outfits. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist das Cover. Und das ist voller Ölflecken und riecht nach Thunfisch. Sehen Sie, da klingelt doch was. Mal ehrlich, Mr. Emerson, was soll ich jetzt machen? Noch ein Witz über mein Inventar? Wie ich schon in meiner Bewerbung andeutete, bin ich ein ehrgeiziger Mann und ich erreiche immer mein Ziel. Ein liebenswerter Schurke, wenn Sie so wollen. Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir. Und ich brauchte einfach etwas, in das ich mein Sandwich einwickeln konnte. Sie können wohl kaum leugnen, dass meine bedingungslose Ehrlichkeit eine weitere Tugend ist, die sich gut in meinem Lebenslauf macht, oder? Tja, dann fang schon mal an, diese Kritzelei, die du Lebenslauf nennst, auf den neuesten Stand zu bringen, Hex. Du bist gefeuert! Was? Sie meinen, einfach so? Was habe ich denn getan? Raus hier! Wow, wow, mal langsam. Sie könnten mir ja wenigstens etwas Kompensation anbieten, oder?
Ich will meine Abfindung. Du hast mich eine Menge Geld gekostet, Hicks. Da hätten wir die Schlüsseldienstrechnung, die neuen Schlösser, all die Dinge, die du geklaut hast, inklusive eines PCs. Ich hab ihn doch gesagt, den brauche ich, um meinen Blog zu updaten. Und das macht man ja wohl nicht auf der Arbeit. Ich bin noch nicht fertig. Stifte, Taschenrechner, der Schlüssel zum Büro, den mein Vater mir auf dem Sterbebett überlassen hat. Ich wusste, der hat einen sentimentalen Wert. Sehen Sie? Ich passe auf. Das war noch nicht alles. Das war mir auch klar. Klopapier, Tintenpatronen, Glühbirnen. Warum zur Hölle klaust du Glühbirnen? Mr. Emerson, erlauben Sie mir, Ihnen eine Frage zu stellen. Hatten Sie jemals den Eindruck, ein gestörter Irrer kontrolliert Sie? Also, ich schon. Also brauchte ich Glühbirnen, um... Das ist mir scheißegal! Du bist völlig außer Kontrolle! Und meinen Katalog zu ruinieren, war das i-Tüpfelchen, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat, Hicks! Okay, schön. Versuchen Sie halt, ohne mich klarzukommen. Du bist ja immer noch hier. Sie wollen mich also wirklich nicht bezahlen? Ich erwarte eine Entschuldigung. Was? Jetzt darf ich nicht mal hier stehen, um mich um meinen Kram zu kümmern? Was, wenn ich etwas geliefert haben möchte? Was? Jetzt darf ich nicht mal hier stehen, um mich um meinen Kram zu kümmern? Was, wenn ich was geliefert haben möchte? Weißt du was, Hicks? Ich war nie in Vietnam, aber ich war bei der Schlacht um Mogadischu. Und glaub mir, ich habe einiges gesehen. Was für ein Zufall. Dasselbe Wochenende habe ich damit verbracht, alle möglichen Sachen in einem Videospiel zu erschießen. Sehen Sie? Wir haben was gemeinsam. Ich denke gerade ernsthaft darüber nach, dir einfach das Herz rauszureißen, es in ein Paket zu stopfen und deiner Mutter zu schicken. Oh, das war's. Ich kündige. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Das wird mir hier einfach zu feindselig. Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Okay, ganz ruhig, mein Großer.